diesen Morgen hatte ich mega Lust auf was Salziges, obwohl ich meistens eher süß frühstücke. Und unter meinem letzten Vlog hat mir eine liebe Zuschauerin einen veganen Feta-Käse vorgeschlagen, den ich leider nicht gefunden habe, aber ich habe diesen hier gefunden, der war von den Inhaltsstoffen her ganz okay. Den wollte ich an diesem Morgen unbedingt probieren und ich dachte, dazu passt eine Avocado sehr gut. Zur Avocado passt Zitrone natürlich, ein Radieschen für eine leichte Schärfe und eine Scheibe Vollkornbrot. Ich habe ein Viertel der Avocado mit ein bisschen von diesem Feta-Käse mit einer Gabel zerstampft, gewürzt mit Salz und Pfeffer und die Zitrone dazugegeben. Das habe ich mir dann auf mein Brot gelegt mit den Radieschenscheiben und ich habe im Naturgut diese geschälten Hanfsamen gefunden und ich fand es mega, dass man sich das abpacken kann und ich konnte mir einfach mal 100 Gramm mitnehmen und musste mir nicht so eine ganze Packung kaufen. Das habe ich mir dann übers Brot gestreut und ich muss sagen, es war sehr, sehr lecker. Auch dieser Feta war lecker zum Essen, so zusammen mit der Avocado. Ohne nichts schmeckt dieser Feta-Käse ganz in Ordnung, aber ich würde den immer mit etwas zusammenmixen. Und es war ein super leckeres Frühstück und mittlerweile mache ich mir diese Hanfsamen überall drauf. Dann habe ich an dem Morgen für euch einen Yin-Yoga-Flow aufgenommen, den ihr auf meinem Kanal finden könnt. Yin-Yoga ist super schön, um die Muskeln richtig zu dehnen und wirklich intensiv in die Haltung einzutauchen. Und dann habe ich mir mein Mittagessen gekocht. Ganz, ganz easy mit Kartoffeln und Tofu. Ich habe mir Nuggets gemacht. Dafür müsst ihr den Tofu in kleine Scheiben schneiden. Macht sie so dick oder so dünn, wie ihr sie haben wollt. Ich habe hier so kleine Würfelchen geschnitten. Und diese Würfel habe ich dann paniert. Und für die Panade habe ich Kichererbsenmehl benutzt und mit Wasser gemischt. Das Ganze habe ich dann noch gewürzt, also das Ganze hier soll sozusagen mein Eiersatz sein. Normalerweise paniert man ja mit Ei. Ich habe hier in diesem Fall Kichererbsenmehl genommen. Ich habe Cayennepfeffer reingemacht, Salz, Pfeffer und ja, würzt es einfach so, wie ihr es haben möchtet und diese Vierecke dann in mein Kichererbsenmehl getunkt und dann in die Vollkornpanade. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr den Tofu auch über Nacht in Gemüsebrühe einlegen. Dann schmeckt der Tofu natürlich auch noch besser. Das hätte ich vielleicht auch mal machen können, aber ich hatte an dem Tag einfach spontan Lust darauf und deswegen war mein Tofu nicht eingelegt. Wenn ihr das Ganze dann paniert habt, legt es dann auf ein Backblech mit Backpapier und backt das Ganze 25 Minuten. Wenn die Tofu-Stücke goldbraun gebacken sind, sind sie fertig und ich habe die Kartoffeln in Pommesstücke geschnitten und sie dann auch einfach im Ofen gebacken, so wie man eben Kartoffeln im Ofen backt. Ich habe sie vielleicht ein bisschen zu lange drin gelassen und dazu habe ich noch etwas Barbecue-Soße gegessen und mir eine Tahini-Soße gemacht. Wie ich diese Tahini-Soße mache, könnt ihr im letzten Vlog sehen, das verlinke ich euch unten oder oben. Und es war super, super lecker und dann habe ich mir noch ein Getränk gemacht. Ich liebe es immer so ein bisschen aus Obst Getränke zu machen, vor allem aus diesem Obst, das sind Kaktusfeigen. Die kommen aus Italien und erinnern mich voll an meine Kindheit. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere von euch das kennt. Die sind super, super gesund und davon gibt es grüne, orangene und rote. Und die roten sind natürlich am leckersten, so wie alles, was irgendwie rot ist. Die roten sind super süß. Und die grünen sind ein bisschen säuerlicher. Ihr müsst auf jeden Fall aufpassen bei diesen Kaktusfrüchten, dass ihr die Frucht so wenig wie möglich anfasst. Wascht die am besten noch einmal selber per Hand. Die sind zwar schon gewaschen, aber wascht die nochmal mit einem sauberen Schwamm ab, sodass die, ja, dass da keine Stacheln mehr dabei sind und die nicht in die in eure Hand gelangen können. Und dann schneidet ihr die Schale ab, so wie ich es vorhin gezeigt habe. Das Ganze kann man dann pürieren und durch so ein Sieb geben. Und das hat den Vorteil, dass ihr diese Kerne, die in dieser Frucht drin sind, nicht mehr alle ausspucken müsst, falls sie euch auch stören, so wie mich. Manche stört es nicht. Genauso wie bei Melonen, da essen manche auch einfach die Kerne mit oder bei Trauben. Und ja, hier könnt ihr sie dann einfach aussieben, falls sie euch stören. Das ist schon mal der Vorteil bei diesem Getränk.
Dann könnt ihr euch das Ganze in einem Glas füllen. Dann habe ich noch ein bisschen Orange mit reingegeben, weil ich Lust drauf hatte. Und dann habe ich noch ein paar Eiswürfel mit reingemacht. Das ist so eine Silikonform. Das ist super, weil man sie einfach immer und immer, immer wieder verwenden kann und sie einfach nicht kaputt geht. Natürlich muss man auch die Kaktusfrucht mögen, aber ich mag es sehr gerne. Es ist süßlich, fruchtig, zwar super, super lecker und erfrischend. Und dann habe ich noch ein Video aufgenommen. Das haben vielleicht manche von euch schon gesehen. Und dann wollte ich euch noch mein Outfit of the Day zeigen. Die Schuhe haben so super schöne Details hinten. Und meine Lieblingsjeans habe ich angezogen mit einem schwarzen Gürtel, einem ganz normalen basic weißen Oberteil. Aber ich finde es irgendwie cool. Ich mag das, wenn es einfach basic, aber irgendwie auch elegant ist. Dann habe ich meine Mondkette angezogen, meine Haare hinten zu einem Dutt zusammengenommen und vorne zwei Strähnchen raushängen lassen. Und ich habe ja so ganz leichten roten Lippenstift benutzt. Ich fand, es hat ganz gut gepasst und das war mein Outfit of the Day. Und dann musste ich auch schon los. Und als ich am Abend wieder zurückgekommen bin, habe ich mir mein Abendessen gekocht. Es war eine Eigenkreation, ist mir einfach so eingefallen. Ich versuche immer, Eiweiß mit gesunden Kohlenhydraten zu kombinieren und natürlich auch gesunde Fette mit dazu zu nehmen. Und deshalb habe ich gedacht, Edamame passen bestimmt gut zu Süßkartoffeln. Die Süßkartoffel habe ich gewürzt, mit etwas Öl bestrichen und ich habe mir noch rote Zwiebeln klein geschnibbelt, weil ich die ganz gerne mag. Das Ganze habe ich in unserem Airfryer gekocht und dann habe ich die Edamame aufgekocht. Die sind gefroren und das Coole ist, die sind in 5 Minuten fertig. Die habe ich mir drüber gegeben und schon wieder meine Tahini-Soße drüber und ja, diesmal habe ich eine Limette genommen statt eine Zitrone. Ich mag es immer, etwas Saures mit dazu zu haben und es war sehr, sehr lecker. Kann ich nur weiterempfehlen. Und am Abend habe ich dann noch eine Chakrenmeditation gemacht. Die möchte ich euch jetzt vorstellen. Vielleicht kennen es die ein oder anderen. Und hier habe ich meine Chakren-Edelsteine mit dazugelegt. Die helfen mir, mich noch besser einzufühlen. Und ich nehme dann immer den jeweiligen Stein, nehme den in meine Hand, in meine Hände und lege es mir an die jeweilige Stelle, wo das Chakra liegt. Wenn ihr mehr über Chakren erfahren wollt, kann ich nochmal ein extra Video dazu machen. Das ist ein echt großes Thema. Was ich aber sagen kann, ist, dass Chakren super wichtig sind für einen ausgeglichenen Energiehaushalt im Körper. Und sollten einzelne Chakren Blockaden haben, dann läuft das Ganze generell nicht gut. Das heißt, wenn ein Chakra eine Blockade hat, dann blockiert es alle 7 Chakren trotzdem, auch wenn die anderen vielleicht keine Blockaden haben. Deswegen ist es wichtig, sich immer ein bisschen Zeit für sich zu nehmen und in sich hineinzufühlen und das Ganze zum Laufen zu bringen. Jedes Chakra hat seine eigene Symbolik, hat seine eigene Aufgabe, wenn man es so nennen möchte. Und meistens spürt man das auch im jeweiligen Punkt, dass da was nicht stimmt. Ich habe für euch so ein bisschen zusammengefasst, für was jedes Chakra wichtig ist und was passiert oder wie es sich anfühlt, wenn Blockaden da sind. Und ich schreibe es euch gerne auch nochmal in die Infobox, falls es euch ganz genau interessiert. Und ich versuche immer alles im Gleichgewicht zu halten, aber ich weiß ganz genau, welche Chakren bei mir eher die Blockaden auslösen. Mittlerweile kenne ich mich schon ganz gut und ich weiß ganz genau, wo eher meine Schwachstellen, nenne ich es mal, liegen. Die unteren Chakren sind bei mir eher schwierig und die oberen Chakren sind bei mir eher weiter ausgeprägt, was zu einem Ungleichgewicht führt zwischen den oberen und den unteren Chakren. Aber wie gesagt, wenn euch dieses Thema interessiert, dann lasst es mich wissen. Und ich kann auch gerne eine Chakren-Meditation oder sogar ein Chakren-Yoga-Flow für euch aufnehmen. Und super interessant wird es,
wenn es dann zum letzten Chakra kommt. Dieses Chakra wird gar nicht mehr im Körper, traditionell im Körper gesucht, sondern ist eher so die Verbindung zu etwas Externerem, weiter oben. Deswegen macht man dann oder habe ich dann die Arme nach oben gestreckt oder eben über dem Kopf, so ein bisschen am Scheitelpunkt am Kopf soll dieses Kronenchakra liegen. Und dann bleibe ich noch ein bisschen sitzen und lasse das Ganze nochmal sacken und lasse den Tag so ein bisschen hinter mir. Schau gerne auf meinem Kanal vorbei, da findest du noch weitere Vlogs und alles rund um das Thema achtsames Leben, Yoga-Flows, genauso wie Food-Inspiration, Meditation. Und ja, schau vorbei, du findest ganz bestimmt was für dich und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.